Wenn es um das Internet geht und das Webhosting, müssen es nicht immer amerikanische Großkonzerne sein, an die man sich als Ansprechpartner wendet. Es gibt auch deutsche Unternehmen, die mehr als einen Blick wert sind, zum Beispiel die IONOS SE mit Sitz in Montabaur. Gehört im weiteren Sinne zu 1&1, United Internet, wie sehr und wie sehr nicht mehr, das werden wir heute alles besprechen, vor allen Dingen aber auch darüber reden, wie das Geschäft der Zukunft von IONOS aussieht. Zu Gast ist Achim Weiß, der Chef. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum FAZ Economy Podcast im neuen Jahr. Wir haben uns dazu noch nicht gehört in diesem Jahr. Deswegen wünsche ich Ihnen von Herzen alles Gute für 2024. Mein Name ist Carsten Knop. Ich bin einer der Herausgeber der FAZ. Und wie eben schon kurz angekündigt, der erste Gast, den ich in diesem Jahr in unserem Podcast begrüßen darf, ist kein geringerer als Achim Weiß, der Vorstandsvorsitzende, der CEO der IONOS SE. Herzlich willkommen, Herr Weiß, im The Economy Podcast und im neuen Jahr. Vielen Dank, Herr Knopf, und vielen Dank für die Einladung und Ihnen auch noch ein schönes neues Jahr. Danke für die Zeit, die Sie sich für uns nehmen. Gerade so am Jahresanfang könnte ich mir vorstellen, ist einiges los. Sie haben auch schon Nachrichten produziert über einen großen Kredit, den IONOS aufgenommen hat, aber darüber reden wir vielleicht gleich noch später. Ich könnte mir vorstellen, lieber Herr Weiß, dass wir vielleicht keinen Moment darauf verwenden sollten, den Hörerinnen und Hörern zu erklären, mit wem ich es hier überhaupt zu tun habe, nämlich zum einen mit Ihnen persönlich und zum anderen, was das Unternehmen betrifft, für das Sie stehen. Sie kennen IONOS und die Vorgängerunternehmen ja schon etwas länger, wenn man das so sagen kann. Sie sind schon 1995 damals als Werkstudent an der Gründung des Unternehmens beteiligt gewesen. Mögen Sie dazu auch noch ein, zwei Sätze sagen? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, ich weiß nicht, ob Werkstudent das wirklich trifft. Also die Geschichte ist ja eine ziemlich lange und durchaus auch ein bisschen komplizierte. Die IONOS, wie sie heute dasteht, die wurde eigentlich gegründet aus zwei Unternehmen heraus. Das war die damalige 1&1, ja, 1&1 Internet, da mit dem Ralf Dommermuth, dem Montabaur, ja, der damals sehr stark in der Vermarktung war für diverse Themen, ja, ob das Softwarezentrum Mittelstand war auf der CeBIT oder irgendwie BTX oder wenn Sie sich noch erinnern, damals in den Magazinen gab es hinten immer so eine Postkarte, ja, wo man ganz viele Nummern ankreuzen konnte für Dinge, die einem interessiert haben. Und dann wurde man zugespammt mit Mail, damals noch Snail-Mail, also tatsächlich noch mit Post und Prospekt und so weiter. All diese Dinge hat der Herr Dommermuth damals in der 1&1 schon gestartet, 1988. Ja, und parallel, 10 Jahre später, gab es ein paar Studenten in Karlsruhe, die Informatik studiert haben und sich überlegt haben, ein Startup zu gründen für Webhosting. Ja, und das waren wir, da war ich einer davon. Und wir haben uns dann 98 mit der 1&1 zusammengetan und die Firma gegründet, die heute eigentlich die IONOS ist. Ja, das Rebranding hat dann vor 3-4 Jahren mal stattgefunden. Bis dahin waren wir immer als 1&1 Internet bekannt. Rebranding hat total Sinn gemacht, weil wir so viele verschiedene Themenfelder mit der 1&1 bearbeitet haben, dass wir gesagt haben, das Webhosting und das Cloud-Business, das ist ja eher für professionellere User, Small, Medium Businesses, nicht mehr konsumerlastig, dass wir die Marken auseinanderziehen. So. Und ja, wie ich gesagt habe, ich war von Anfang an dabei, im Prinzip dann im Gründerteam. Ja, das hieß damals noch Schlund und Partner, ne? Das ist genau, ja, genau. Ja. Gibt es auch tatsächlich noch viele Leute, wenn man die Geschichte erzählt, die sagen, oh, die kenne ich noch, da hatte ich meine erste Domain. Mhm. Ja. Und so ist es gestartet und ich war auch zwischendrin dann bei GMX, das kennt auch so ziemlich jeder, ja, GMX-Geschäftsführer. So haben wir einfach verschiedene Themen im Internet hochgebracht und heute sind wir der Partner für den Mittelstand, Small Medium Business, für die Digitalisierung, ja, und speziell, wenn es natürlich um Online-Digitalisierung geht. Das heißt, alles, was mit dem Internet zu tun hat, von der Domain bis zum Cloud-Service. Darüber müssen wir jetzt reden. Nach eigenen Angaben, das galt auch schon zum Börsengang im vergangenen Jahr, sind Sie der führende Anbieter von Hosting-Dienstleistungen, Cloud-Services und Cloud-Infrastruktur in Europa? Das ist ja schon mal ein Wort. Mhm. Nun hören zwar tatsächlich den The Economy Podcast schon durchaus Menschen, die eine gewisse Ahnung von IT haben. Aber falls jemand anders sich bei uns hier jetzt verirrt hat, weil er das Thema spannend findet, erklären Sie doch auch noch mal ganz kurz, was das denn eigentlich ist, was sich unter diesen angelsächsischen Begriffen da verbirgt.
Ja, es ist tatsächlich sehr angelsächsisch geprägt, dieses ganze Internetthema. Deswegen, da kommt man nicht drum rum. Also es fängt natürlich an mit einer Domain. Wenn Sie eine Firma haben, ja, was brauchen Sie denn für Ihren digitalen Internetauftritt? Das fängt mit einer Domain an, wo Sie Ihre Firma mit präsentieren. Also Faznet zum Beispiel. Genau, zum Beispiel. Alles mit .com oder .de, alle Namen, die Sie sich da ausdenken können. Ja. Das nehmen Sie dann natürlich auch für Ihre E-Mail, für Ihre Kommunikation. Ja, Sie wollen ja nicht unter, ich sag mal, MSDN irgendwie ihre Firma oder T-Online, ja, ihre wertvolle Firma präsentieren. Das heißt, sie fangen an, diese Domain zu nutzen für ihre E-Mail. Meistens kommt danach eine Homepage. Ja, sie wollen dann ihre Firma auch digital wirklich schön im Web präsentieren. Dann gibt es Dienste wie einen Shop. Ja, viele Firmen brauchen natürlich ein Shop-System, ja, wo sie ihre Produkte oder Services digital vermarkten können, verkaufen können. Also zum Beispiel, ich bin Online-Fahrradhändler oder so. Oder ich bin Fahrradhändler und will online jetzt auch Fahrräder verkaufen, dann sowas. Ja? Ganz genau. Und das ist ja heutzutage eigentlich ein Muss. Ja, es gibt ja eigentlich fast keine Firmen mehr, die das nicht sinnvoll nutzen könnten. Es gibt noch viele Firmen, die das nicht tun. Ja, das ist unser zukünftiges Business. Aber es gibt natürlich auch keinen Grund mehr, das nicht zu tun heutzutage. Es ist so einfach geworden, so günstig geworden, dass es eigentlich ein No-Brainer ist für jede Firma, einen vernünftigen Internetauftritt zu haben. Und wenn möglich auch einen Online-Shop, also wenn es die Produkte oder Services hergeben, dass man einen Shop haben kann, dann macht das natürlich ganz viel Sinn. So haben Sie Ihren Shop, dann wollen Sie aber auch gefunden werden im Internet. Ja, eins der größten Probleme ist ja, es gibt Millionen von Angeboten im Internet, aber wie kommt denn jetzt der Kunde zu Ihnen auf die Webseite? Also auch dafür haben wir natürlich Services. Ja. Search Engine Optimierung und solche Sachen. Genau, aber wir schalten auch Werbung für Sie und solche Dinge. Ja, List Local, wo man in verschiedenen Branchen, Dictionaries, wie sagt man auf Deutsch, Verzeichnissen, wo wir sicherstellen, dass Sie da gut gelistet sind und regelmäßig abgedatet werden, solche Services. Ja. Das geht natürlich dann aber auch weiter, wenn Sie eine kleine Firma haben, Sie brauchen vielleicht mal ein Backup für Ihren Office-PC. Ja. Auch diese Services bieten wir an. Also Sie brauchen Dokumentenmanagement. All diese Produkte sind bei uns im Portfolio. Wir haben über 50 verschiedene Produktlinien. Es geht dann weiter, vielleicht sind Sie ein bisschen größer oder digital noch stärker veranlagt, ja, und haben irgendeine Applikation auf einem Handy zum Beispiel, da brauchen Sie ein Backend dafür. Und dann kommen wir jetzt so langsam Richtung eigenen Server oder eigene VPS-Angebote bis hin zur Cloud, ja, wo wir natürlich auch für größere Firmen, auch teilweise für Public Sector, richtige Enterprise-Cloud-Angebote haben, wo Sie im Prinzip wirklich alles machen können, was man heute im Internet machen kann. Und das ist dann so vergleichbar mit dem, was ich auch bei Amazon Web Services buche. Okay. Das ist ziemlich sehr vergleichbar. Natürlich noch nicht die Größe von Amazon, vom Thema her ist es genau das Gleiche. Ja, Public Cloud, wir haben natürlich auch Private Cloud, wir haben da ganz viele verschiedene Angebote. Aber in die Richtung geht es, genau. So, und das heißt, wir begleiten den Kunden im Prinzip von seiner eigenen ersten Domain, ja, den ganzen Weg bis hin zu so einem beliebig großen Internetangebot. Und wir erstellen natürlich auch die Homepage für Sie, wenn Sie wollen. Wir haben aber auch dann, kommen Sie sicherlich nochmal dazu, KI-basierte Website-Bilder. Ja, da gibt es wirklich einen riesen Blumenstrauß von Services und Produkten auf diesem Pfad. In der Tat ist KI ein Stichwort, an dem wir natürlich heute nicht vorbeikommen. Auch das ist schon mal vorgemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, was sich da tut in diesem Bereich des Marktes. Aber jetzt haben wir ein ganz bestimmt auch Ihnen wichtiges Stichwort noch gar nicht genannt, nämlich Sicherheit. Also ich bin ja manchmal, ich habe auch privat so eine Mini-Webseite und ich bin immer wieder überrascht, was allein da an permanenten Angriffsversuchen rollt. Und da muss ich mich ja auch irgendwo verschützen. Wäre jetzt schon doof, wenn das jetzt irgendwann gekapert werden würde, dann merke ich es vielleicht gar nicht und so. Da helfen Sie auch. Ja, absolut. Wir haben, also fängt ja vom kleinen Level an, ja, Virenschutz für E-Mails, ja, Phishing-Attacken, Schutz dafür, aber natürlich unsere Rechenzentren, ja, wir haben 33 Rechenzentren, ja. Haben wir riesen, Europa. In Europa und USA. Ja, Rieseninstallationen von, ich sag mal, Servern, die nichts anderes machen, wie zu schauen, dass der Traffic, der bei Ihnen auf die Webseite kommt oder in Ihr E-Mail-Postfach und so weiter, von hoher Qualität ist und keine Attacken enthält. Ja, und wir haben, muss ich auch wirklich ganz stolz sagen, seit 25 Jahren, wir hatten keinen einzigen Incident, wo wir wirklich mal gehackt wurden. Ja. Und das ist schon eine Auszeichnung heutzutage. Das ist tatsächlich bemerkenswert. Ja, genau. Also wenn man sich so mal die Nachrichten anschaut, da gibt es schon wenige, die noch sagen können, sie hatten noch nie einen größeren Incident. Ja. Ja, jetzt gerade zum Jahreswechsel habe ich erst wieder so eine Übersicht gesehen, wer im vergangenen Jahr wieder von allen möglichen Vorfällen betroffen war. Und manchmal bekommt man ja auch so eine Mail von seiner letzten Model One-Übernachtung oder so, dass, naja, vielleicht sind die Daten abgegriffen worden. Ja, genau. Das ist ja weder für den Kunden noch für den Anbieter erfreulich. Absolut. Aber wir schon in KI angesprochen haben, ich glaube auch gerade in diesem Umfeld Sicherheit auf der einen Seite wird KI natürlich dazu führen, dass es wesentlich mehr Spam- und Phishing-Attacken gibt.
Aber auf der anderen Seite wird es natürlich auch helfen, diese Attacken zu erkennen und zu filtern. Ja, also ich glaube, der beste Virenscanner, der wird erst noch kommen, ja, weil oder Phishing oder Spam-Schutz, der wird erst noch kommen, ja, weil jetzt mit KI natürlich viel besser der Inhalt einer Mail identifiziert werden kann. Ja, hat der mit mir wirklich was zu tun? Ist das tatsächlich eine legitime E-Mail oder versucht da jemand irgendwas durch die Hintertür reinzuschieben? Also das sind ja tolle Dinge, die sich jetzt da gerade entwickeln. Das ist dann aber natürlich auch wieder ein Rattenrennen zwischen den Angreifern und den Verteidigern. Ne? Absolut, immer. Es ist immer, schon immer so gewesen. Ja, man muss immer ein Stück voraus sein. Man hat nie die hundertprozentige Sicherheit. Man muss es nur, man sagt ja im Sicherheitsbereich, man muss dem Angreifer nur so beliebig schwer machen, dass er die Lust verliert. Ja, und dass das Ziel nicht mehr ausreichend groß ist für ihn. Ja, und dann hat man eigentlich gewonnen. Ja. Jetzt habe ich eben gerade die Ohren gespitzt. Da sollten wir auch noch mal kurz drauf verharren, dass immer noch sehr, sehr viele Mittelständler in ihren Augen die Chancen dessen, was also online bietet, nicht nutzen. Das mag man kaum glauben. Wenn ich meine Teenager oder jetzt inzwischen sind die Ende ihrer Teenagerzeit, Anfang 20, Kinder beobachte, es gibt ja eigentlich nichts, wo die nicht vorher gucken, wie sind die bewertet, wie gut ist die Webseite, wie überzeugend ist das alles, bevor die eine Entscheidung treffen. Also gerade wenn ich jetzt diese Generation erreichen will, dann ist es jetzt aber Zeit, oder? Ja, absolut, absolut. Also mich wundert es auch, natürlich seit 25 Jahren das ganze Internet quasi in Deutschland wieder aufgebaut auf die eine oder andere Art, dass es heute tatsächlich noch Firmen gibt, die nicht im Internet sind. Aber es sind in Europa, gibt es Studien, 50% der kleinen, sind hauptsächlich kleinere Firmen. Ja. Ich glaube, die großen haben es inzwischen alle kapiert. Aber die kleineren gibt es noch 50%, die noch nicht online sind. Ja. Und oder gibt's oder noch, schlecht online sind. Oder super schlecht. Ich habe kürzlich wieder irgendeine Webseite gefunden, die hat ausgesehen wie wirklich Ende der 90er. Ja. Ja. Ganz schlimm, ja. Obwohl es heute so einfach ist, eine schöne Webseite zu bauen oder bauen zu lassen, auch für wenig Geld. Vor Weihnachten, es gibt hier in Frankfurt einen ganz tollen Whisky-Laden, ist jetzt ein bisschen Schleichwerbung, ist aber auch egal, die sind so winzig klein, das sind Wine and Spirits heißen die. Und ja, die haben auch eine Webseite, aber wenn man da drauf geht, weiß jeder sofort, was sie meinen. Also die hätten die haben alle Whiskys dieser Welt gefühlt im Regal stehen. Ja, und man, also das müsste eigentlich ideal sein für einen Online-Shop. Aber das Ding ist halt eben vorsintflutlich, ne? Ja, ich glaube, was wir auch immer sehen, ist eine Tendenz natürlich, umso härter die Economy da draußen wird, ja, also umso mehr die Unternehmen sparen müssen, sage ich mal, umso mehr drehen die sich Richtung der Digitalisierung um. Das heißt also, das ist jetzt eine Zeit auch momentan, ja, wir wissen ja alle, dass die Economy nicht gerade explodiert hier in Europa und in Deutschland speziell, wo Firmen sich dann schon bewusst werden, dass man über digitale Kanäle ganz viel Geld sparen kann, eine größere Reichweite bekommen kann, Verbreitung und so weiter und auch Produkte verkaufen kann. Also wir sehen dann immer, in ökonomisch schweren Zeiten sehen wir dann tatsächlich ihren höheren Zulauf nach digitalen Produkten, wie man vermuten würde. Mhm. Ja. Jetzt haben Sie so ungefähr 6 Millionen Kunden. Und freuen sich für das laufende Jahr oder hoffen im laufenden Jahr auf ein Umsatzwachstum von 11% auf dann 11% mehr als etwa 1,4 Milliarden Euro, die sie im vergangenen Jahr gemacht haben. Das ist ja schon sehr ordentlich. Jetzt gibt es da verschiedene Geschäftsbereiche, und aber die Ihnen am meisten Freude machen, heißen Web Presence and Productivity und Cloud Solutions. Ich nehme an, das sind auch hauptsächlich die, über die wir heute schon gesprochen haben. Ja, absolut. Also unter Web Presence Productivity verstehen wir eben alles von der Domain über das Webhosting, Kommunikation, die zusätzlichen Services, ob es ein Backup ist und so weiter. Und Cloud, klar, spricht für sich. Es sind alles, was mit Cloud, das fängt schon bei einem kleinen VPS-Server an, also eine kleine Virtual Private Instance, einen kleinen Server, über dedizierte Hardware, dedizierte ganz normale Compute-Hardware, aber auch GPUs, ja, was ja heute im Zeichen von KI wichtig ist, dass man auch GPU-Ressourcen zur Verfügung stellen kann, um Modelle zu trainieren oder zu interferieren. Und geht dann halt hoch bis zur Public Cloud. Ja, und jetzt haben Sie, Ende Dezember war das, kurz vor Weihnachten, in so einer Mitteilung gesagt, dass der Anstieg vor allen Dingen auf Neukundengewinnung, soweit so verständlich, Cross-Upselling-Strategien und eben KI-Produkte zurückgeht. Wenn man Kunde bei Ihnen ist und dieses Kundencenter von Ihnen kennt, dann wundert man sich überhaupt nicht, dass dieses Cross- and Upselling ziemlich gut funktioniert. Weil, wie soll ich das sagen, dieses Kunden Center ist, also am interessantesten daran finde ich, dass es eigentlich ist, dass es ein beispielhaftes
Ding ist, wo Ihre Kunden wiederum unglaublich viel von lernen könnten, wenn sie es sich denn genau ansähen. Ja, es ist ja nie, es ist eben nicht nur so, dass das vernünftig funktioniert, was auch gar nicht so einfach ist mit so einem Login und so, muss man auch alles erstmal hinkriegen. I know what I'm talking about. Auch im eigenen Haus. Und dann kennt mich dieses Kundencenter aber auch total gut und bietet mir, wenn man so will, in so einem Buffet-System immer an, willst du nicht dieses oder jenes, hältst du nicht das auch noch für sinnvoll? Und deswegen glaube ich Ihnen sofort, dass dieses Upselling echt gut funktioniert. Ja. Ja. Da sind wir erst am Anfang. Hm. Ja, also es funktioniert heute schon sehr gut, aber ich glaube, wir sind am Anfang auch da. Natürlich KI. Mit der KI können wir natürlich noch viel besser identifizieren, was denn das Next Best Offer, so nennen wir das NBO, das Next Best Offer für den Kunden sein könnte. Ja, also welcher Service von unserer Riesenauswahl an verschiedenen Produkten und Services ist denn der richtige für den Kunden im nächsten Schritt? Mhm. Ja, wir kennen ja ihr Verhalten, wir kennen ihr Online-Verhalten, wir kennen die Besucher auf ihrer Homepage, wie viel in ihrem Shop verkauft wird und so weiter. Da können wir immer besser Educated Guess machen, also die KI, für was wäre denn für sie das nächste hilfreiche Produkt? Wir wollen sie nicht zuspammen mit irgendwas, was sie nicht brauchen. Ja? Mhm. Und da liegt halt am Schluss dann die Intelligenz drin, dass wir nur das anbieten, was wirklich für sie einen Mehrwert darstellt, und damit verkaufen wir dann natürlich auch mehr und nerven die Kunden nicht. Ja. Und da sind schon viele Dinge passiert bei uns, da sind wir schon durchaus, würde ich sagen, in der Führungsklasse. Deswegen fällt es auch auf. Also das, genau, in der Führungsklasse. Ja. Aber auch da sind wir, da ist noch viel zu holen, haben wir auch ein großes Programm noch vor dieses Jahr. Ja. Und auch der AI Assistant am Schluss. Wir haben ja den Personal Assistant, was ja wirklich auch herausragend ist. Das kenne ich auch so vom Wettbewerb nicht, dass sie im Prinzip einen Support-Mitarbeiter wirklich final feste zugewiesen bekommen. Hm. Ja, sie kennen dem seinen Namen, sie kennen dem seine persönliche E-Mail-Adresse und so weiter. Und wenn sie eine Frage haben, dann versuchen wir sie natürlich, oder einen Anruf, immer auf ihren persönlichen Seiten zu routen. Den Test habe ich auch schon mal gemacht, auch das funktioniert tatsächlich. Also jedenfalls. Genau, natürlich können wir es nicht immer garantieren. Der Mitarbeiter muss ja auch mal Urlaub haben und am Wochenende ist er auch nicht immer zur Verfügung. Aber in großen Stücken funktioniert es. Und das heißt, Sie haben da so eine gewisse Trust-Relationship am Ende des Tages. Und vor allem, der kennt ja Sie ein Stück weit besser wie jetzt so ein anonymer Callcenter-Mitarbeiter und kann Ihnen dann bei einer Folgefrage und so weiter, brauchen Sie nicht mehr den gesamten Kontext erklären, der hat ihn schon. Mhm. Ja. Und das Gleiche wollen wir jetzt natürlich nochmal digital duplizieren, ja, weil das hat ja nochmal den Vorteil, dass dieser persönliche digitale Assistent dann oder KI-Assistent für Sie wirklich 24/7 immer zur Verfügung steht. Genau, der hat keinen Urlaub. Und der kann Sie noch viel besser kennenlernen am Ende des Tages, weil der kann wirklich jeden Datensatz von Ihnen speichern und überlegen und wenn er Ihnen eine Antwort gibt, alles mit berücksichtigen, was er von Ihnen weiß. Also ich glaube, die Qualität dieses Agents, die wird fantastisch. Ja, wir sind jetzt in den ersten Zügen. Ja, das Angebot ist draußen. Der Kunde kann das schon nutzen und wir machen das übrigens auch immer kenntlich. Also wir wollen das nicht irgendwie hintenrum so tun, als ob das ein Mensch wäre, sondern wir sagen Ihnen ganz klar, hier, damit es ganz schnell geht, haben Sie sofort eine Antwort von unserem KI-persönlichen Assistenten. Wenn Sie damit nicht happy sind, wird das sofort nochmal manuell nachbearbeitet. Gar kein Problem. Ja. Aber ich glaube, das sind so Themen, wo auch wirklich der Kundennutzen nochmal im Vordergrund steht, wo wir wirklich nochmal eine Schippe drauflegen können, obwohl wir schon so relativ gut sind an den Stellen. Deswegen habe ich es auch an der Stelle auch erwähnt, liebe Hörerinnen und Hörer, weil sollten Sie selber ein Unternehmen betreiben und ganz egal, wo Sie Kunde sind, das soll hier ja auch und ist auch kein Werbepodcast für IONOS, diese Idee, dieses Kundencenter so intelligent aufzubauen, davon kann man sich natürlich schon eine Scheibe abschneiden. So, und jetzt stellt sich die Frage, ob ein Unternehmen wie IONOS mir bestimmte Assistenten, die da eingebaut sind, dann auch eben vielleicht als Dienstleistung für mich selber zur Verfügung stellen kann, weil ich selber vielleicht diese KI-Assistenten gar nicht betreiben möchte, sie es aber schon können. Und darin liegt dann ja vielleicht dieser weitere Punkt, worüber wir jetzt auch schon mal kurz sprachen, eben neue Produkte im Bereich der künstlichen Intelligenz, nicht nur für ihre Eigennutzung bei IONOS, sondern eben auch für mich als Kunden. Aber es ist absolut richtig. Also es ist genau da, wo wir hingehen, natürlich mit unseren Cloud-Services, werden wir auch eben solche Modelle hosten. Also wir haben ja jetzt schon, wir nennen es Model Hosting, das heißt, ich glaube, wir haben irgendwie fast 20 verschiedene AI-Modelle, die sie über die API bei uns nutzen können, ja, und in ihre Produkte integrieren können. So, das ist natürlich nichts für den Endkunden, aber das ist, wenn sie ein Software-as-a-Service-Provider sind und sie brauchen irgendeine Spracherkennung oder sie brauchen irgendeine Textgenerierung oder eine Bildergenerierung. Wir haben für alles Mögliche, haben wir natürlich unsere AI-Engines und die können sie nutzen, ja. Und jetzt der nächste Schritt ist dann natürlich zu sagen, hier, wir bauen auch Services wie, Moment, das heutzutage Chat with your documents, ja, im AI-Parlant.
Das heißt, ich kann meine eigenen Dokumente hochladen. Ja, die AI analysiert die oder versteht die, ja, wird getokenized, kommt in die Vektordatenbank und so weiter, technisch gesehen. Mhm. So, das heißt aber, Sie haben vollen Zugriff, oder die AI hat auch vollen Zugriff auf Ihre persönlichen Daten. Also nicht nur ein generisches Large Language Model, sondern kennt auch Ihre internen Dokumente. Und natürlich sind wir dort den europäischen Datenschutz, deutschen Datenschutz, ja, im Vergleich zu den Amerikanern prädestiniert für den europäischen Markt, weil hier geht tatsächlich nichts über den Atlantik und Sie haben die volle Gewissheit, dass wir hier sauber sind. Ja. Obwohl Sie, ich hatte ja eben gerade deshalb en passant unterstellt, Ihre Rechenzentren seien nur in Europa, da sagten Sie nein, auch in den USA, aber Sie garantieren mir, meine Daten bleiben hier. Sie wählen das sich selber aus. Also okay. Wenn Sie in der Cloud gehen, sagen Sie, welches Rechenzentrum Sie gerne hätten mit Ihren Diensten. Also wenn Sie sagen, ich hab ein Produkt für Amerika und den amerikanischen Markt, dann macht es durchaus Sinn, einen amerikanischen Rechenzentrum zu nehmen, die Latenzen gering zu halten. Aber wenn Sie in Europa bleiben wollen und den Datenschutz 100% haben wollen, ist überhaupt kein Problem. Genau. So, in dieser Cloud werden wir natürlich dann solche Services anbieten, wie wir sie selber in der Hotline auch machen. Ja, dass wir halt unsere Wissensdatenbank da reinladen, dass die guten Antworten, die hochgeratet sind vom Kunden, dass wir die damit reinnehmen, dass die AI dazulernt. Und solche Services werden wir in der Zukunft natürlich auch allen Unternehmen anbieten. Jetzt sind Sie an der Börse seit fast einem Jahr. Die Aktionäre, die von Anfang an dabei sind, sind mit Ihnen jetzt durch so eine Seitwärtsbewegung gegangen, sage ich mal. Ja, waren auch schon mal im Minus, aber jetzt ist es auch irgendwie so mehr oder weniger wieder ausgestanden. Also eigentlich könnte man sich natürlich mehr vorstellen. Kommt da noch was? Ja, da kommt noch ganz viel. Also wir sind natürlich nicht ganz zufrieden, wie der Kurs sich entwickelt hat. Da beißt immer aus kein Faden ab. Ja. Aber man muss auch mal sehen, wir sind zu einer Zeit rausgegangen, wo fast keiner überhaupt geglaubt hat, dass es möglich ist, einen Börsengang zu machen. Ja. Stimmt, ja. Sie waren der erste Größere in den vergangenen Jahren. Ganz genau. Und wir hatten den tatsächlich auch schon verschoben. Wir wollten den schon vorher machen. Dann kam Corona, dann kam der Ukraine-Krieg. Ja. Dann haben wir gesagt, aber jetzt machen wir das dann mal. Und ich glaube, die Aktionäre, die verstehen jetzt so Stück für Stück. Ja, wir sind ja auf vielen Roadshows unterwegs. Ja, die verstehen langsam unser Geschäftsmodell besser, weil es ist ja am Ende kompliziert. Wir haben das ganze Hosting-Geschäft, Cloud-Geschäft. Wir haben auch noch ein Aftermarket-Geschäft und so weiter. Da muss man erstmal verstehen. Und dann brauchen wir auch mal so eine gewisse Konsistenz in den Zahlen, die wir zeigen. Ja, und ich glaube, das sehen die Aktionäre jetzt, dass wir hier konstant arbeiten, dass wir hier nicht irgendwas versprechen, was wir nicht halten, sondern dass wir immer irgendwo eher am unteren Ende unsere Guidance rausgeben und das dann immer schaffen oder übertreffen. Und so sieht man jetzt auch, dass der Kurs in den letzten Monaten wieder, oder auch gerade jetzt vor Weihnachten, nach unserer letzten Guidance-Anhebung wieder hochgegangen ist. Und so wird es weitergehen. Ja, die Firma ist ja kerngesund. Die verdient richtig Geld in Zeiten, wo die Startups dieser Welt irgendwie Finanzierungen hinterherrennen. Ja, wir verdienen ja richtig Geld. Wir haben ein Wachstumsgeschäft. Wir wachsen sowohl im Webpresence als Productivity als auch im Cloud. Und das sind ja Zukunftsmärkte, wie wir jetzt gerade über AI gesprochen haben. Da gibt es ja so viele neue Produktinnovationen und Ideen, die wir mitbringen. Also ein riesen Markt, der vor uns liegt. Ja, wir können auch noch geografisch expandieren. Wir sind ja die Nummer 1 oder die Nummer 2 in den Kernmärkten in Europa. Ja, aber Sie sind zum Beispiel noch nicht in Asien. Nee, in Asien sind wir heute noch nicht. Ja, ist immer so eine Frage, ja, wie viele Projekte macht man gleichzeitig und auf was konzentriert man sich? So, und bei uns ist eigentlich Europa unser größter Markt und USA ist natürlich unser zweitgrößter, oder wie soll man sagen, ja, da sind wir seit 20 Jahren sehr erfolgreich vertreten in den USA. Ja, und da werden wir auch weitermachen und da wachsen wir auch sehr schön. Ja. Ich glaube, das ist erstmal genug. Ja, wir haben hier noch sehr viele Unternehmen, wie ich gerade gesagt habe, die noch nicht bei uns sind, die noch nicht im Internet sind, die noch keinen Shop haben. Also die Wachstumsperspektiven allein in Europa und USA sind gigantisch. Und jetzt eben mit diesen neuen Themen potenziert sich das gerade nochmal. Ja. Und, also zu Ihrem Ergebnis, das trage ich gerne noch nach, weil ich es hier gerade vor mir liegen habe. Es wird bei Ihnen gemessen am sogenannten bereinigten EBITDA, also dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, und das sind 450 Millionen Euro für 24, was Sie da anstreben. Das ist eine Marge, EBITDA-Marge von 28,5%, ein Anstieg der Prognose von 27,5% für 2023. Ja, das ist in der Tat ja schon. So, mittelfristig werden wir über die 30 kommen, da waren wir auch schon. Ja, wir haben jetzt mit der Umfirmierung nach IONOS haben wir jetzt auch ein starkes Marketingprogramm und ein Brandprogramm beschlossen gehabt, dass die Marge etwas gedrückt hat, aber das geht jetzt nach oben wieder. Ja, weil die Marge dann auf über 30 mittelfristig. Genau, kommen wir wieder auf über 30, so wie wir auch schon waren. Das ist überhaupt kein
Thema, also einfach nur zeitlich, ja, dass, weil die Brandkosten bleiben im Vergleich zum Umsatz, bleiben auf einem absolut selben Betrag. Umsatz geht hoch, das heißt, die Marge am Schluss wird automatisch dadurch schon besser. Also es ist mehr so eine technische Geschichte, dass wir wieder über die 30% kommen. Zusätzlich werden wir ja natürlich auch unser Geschäft noch verbessern und haben noch viele Möglichkeiten. Also deswegen, da die Guidance, dass wir in sehr absehbarer Zeit über 30% sind, die wird kein großes Problem sein. Wo wir jetzt gerade bei den Zahlen sind, und Sie haben die Finanzierung auch gerade eben schon selbst erwähnt, Herr Weiß, ich habe es ganz am Anfang auch schon gesagt, wenn man jetzt im Moment IONOS mal kurz ein bisschen recherchiert, stolpert man auf die erste Meldung dieses Jahres. Da geht es in der Tat um eine Finanzierung. Das ist aber vor allen Dingen wohl auch eine Umfinanzierung, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ganz genau, eine reine Umfinanzierung von dem größten Teil eines Darlehens, das wir mit der United Internet hatten. Das wurde damals mit Warburg Pincus zusammen gemacht, als wir die Strato gekauft haben. Ja, der zweitgrößte Player hier in Deutschland. Da wurde dieser Kredit aufgenommen, jetzt haben wir einen Teil einfach umgeschichtet nach extern. Ja, das ist auch für die Aktionäre gut, weil es gibt immer so ein bisschen Verwirrung, ja, warum wir so einen dicken Loan hier haben von dem größten Shareholder. Das haben wir in dem Moment jetzt mal bereinigt. Ja. Apropos größter Shareholder, wenn man bei Ihnen die Aktionärstruktur sich anguckt, mit United Internet 63,8 und Warburg Pincus 21,2, noch so ein paar andere, aber das ist eigentlich nicht mehr erwähnenswert, dann könnte man auf die Idee kommen, dass der Streubesitz von 11,39% für ein bisschen wenig Free Float sorgt, oder? Das ist tatsächlich so. Der Free Float ist nicht super hoch. Aber Sie haben es ja selber gesagt, Warburg Pincus ist ja ein reiner PE, ja, Private Equity. Früher oder später wird dadurch automatisch auch der Free Float wieder ein bisschen steigen. Ja, weil da ist sozusagen die Chance beim Abschmelzen, davon dass alles aus, andere aufwächst. Genau, davon gehe ich aus, weil Private Equity, der ist ja normalerweise nicht da, um 20 Jahre in derselben Aktie drin zu bleiben. Ja, sondern die machen ihr Geld ja an einer anderen Stelle. Ja, Aktien kann jeder an der Börse selber kaufen, da brauche ich kein PE dafür. Ja. So, die haben uns mit erfolgreich an die Börse gebracht und ich denke, dass die in der nächsten Zeit auch Stück für Stück oder am Stück, da müssen Sie Warburg Pincus direkt fragen, das weiß ja, ich klar, nicht. Aber das ist ja klar, also wenn man auf deren Geschäftsmodell guckt, sagen Sie, wäre das jedenfalls nicht vollkommen weit hergeholt, genau, wenn man das erwartet. Dann stellt sich natürlich, aber das ist wahrscheinlich sehr leicht zu beantworten, noch die Anschlussfrage, dass man sich auf die Treue von United Internet und Ralf Dommermuth als Mehrheitsaktionär dauerhaft verlassen kann. Ja, das auf jeden Fall. Also ich meine, der Herr Dommermuth ist ein sehr, sehr guter Geschäftsmann, der sieht, was er hier für ein Asset in der Hand hat. Ja, da würde ich mich sehr wundern, wenn der morgen auf die Idee käme, zu sagen, nennenswerte Teile zu verkaufen. Also. Ja, also so, jetzt muss ich Sie aber doch nochmal fragen, nachdem wir sozusagen jetzt bei den Zahlen waren und bei der Aktie, dann doch nochmal zu dem ganz normalen Geschäftsmodell zurückkehrend. Und ich habe es ganz eingangs in der Anmoderation schon gesagt, der Vergleich mit den großen Amerikanern drängt sich natürlich auf. Von Amazon war schon die Rede, aber es gibt ja auch die Azure Cloud von Microsoft oder von Google Angebote und auch noch von vielen, vielen anderen. Jetzt mal angenommen, ich wäre ein durchaus größeres, sogenanntes mittelständisches Unternehmen in Deutschland und das können ja Unternehmen mit 50.000 Mitarbeitern sein und die heißen, weil sie im Privatbesitz sind, immer noch Mittelstand und so. Wären Sie dazu in der Lage, mit der Größe, die Sie haben, Dinge, die diese Unternehmen jetzt üblicherweise in der Azure oder in der AWS Cloud von Amazon laufen haben, tatsächlich auch selber zu übernehmen? Also wären Sie dazu bereit, wenn man so will, auf das Radar in der Wettbewerbsanalyse genommen zu werden, verstärkt, um mal von den Fahrradhändlern und Whisky-Shops hier wegzukommen? Ja, absolut. Also wir sind auf dem Radar. Ja. Wenn man sich zum Beispiel die Gartner-Charts im anschaut für Cloud, da sind wir immer im rechten oberen Quadranten mittlerweile. Ganz klar, wir können fast jede Workload auch abbilden. Was wir noch nicht so weit haben, ist natürlich die Anzahl der verschiedenen Services. Und da muss man ganz klar sagen, Amazon ist ja auch dem Microsoft voraus. Ja, Amazon hat, ich weiß nicht, wie viele Tausende von verschiedenen Services. Ja, jeden erdenklichen bis zur Satelliten-Downlink-Station haben die als Software-as-a-Service. Ja. Die Zielgruppe wahrscheinlich 3 Kunden groß. Ja, das sind so Themen, wo wir uns nicht reinwagen. Was aber auch nicht nötig ist. Also ich glaube, wir haben von den Services, die wir anbieten, ja, ob das Kubernetes ist oder Database as a Service oder Message Queues, diese Dinge, ja, das ganz normale Hosting, verschiedene CPU-Speichergenerationen und so weiter,
haben wir alle Tools zusammen, um ich sag mal 80%, es gibt ja auch diese 80-20-Regel hier, ja, 80% der Workloads draußen abbilden zu können. Ja. So, und das ist ein gigantischer Markt, ja, und da können wir auch mithalten. Wir haben, das Cloud-Geschäft ist ja nicht so neu, dass wir jetzt damit kürzlich angefangen haben, sondern im Prinzip basiert es auf der ProfitBricks, also eine Firma, die ich mal gegründet habe vor 10 Jahren. Mittlerweile 15 Jahren wahrscheinlich eher schon, ich glaube, das war 2009 um den Dreh rum, die halt diese Technologie gebaut hat die letzten 10 Jahre. Ja, hier in Berlin im Office mit 100 Leuten haben wir hier eine technologische Basis gebaut, auf der jetzt die IONOS Cloud beruht. Und das ist schon High-Class, was wir da gebastelt haben über die Zeit. Und darauf können wir uns stützen. Und deswegen haben wir überhaupt kein Problem, auch größere Workloads abzubilden. Wir haben Kunden, die 6-stellige Beträge im Monat in der Cloud bezahlen. Also können Sie sich mit etwa ausrechnen, wie groß deren Installationen sind. Ja. Fällt mir gerade was ein. Web.de und gmx.de sind ja große Internetportale in Deutschland. Werden die von Ihnen gehostet? Die Server stehen bei uns, ja. Ja, alles klar. Das heißt, Sie würden sich auch vor Faznet nicht bange machen. Wir sind ja so ein bisschen kleiner, so 2 bis 3 Millionen Unique Visitors am Tag und so ein Hosting von so einem CMS, das wäre für Sie alles gar kein Problem. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Okay. Nee, also da haben wir ganz andere Leistungsmöglichkeiten hier. Ja, ist ja schon ganz interessant, um mal die Dimensionen, um die es da geht, auch zu verdeutlichen, weil das sind dann ja wiederum andererseits Zugriffe auf die Unternehmen, die sich jetzt nicht an Endkunden wenden, dann so häufig ja wahrscheinlich auch gar nicht kommen. Ja, es ist, wir haben wirklich durch die Bank alles, von einem kleinen Kunden, der mit einem kleinen VPS-Server unterwegs ist, weil er irgendwie eine spezielle Backend-Software braucht für seine iPhone-App, ja, bis eben zu großen Installationen, die tausende von Servern haben. Also wir haben in unserem Rechenzentrum, also virtuelle Server, wir haben in unserem Rechenzentrum über 100.000 physische Server. Und das sind teilweise recht dicke Hobel, ja, wo man dann auch tausende von Kunden tatsächlich gleichzeitig hosten kann. Ja, da kommen die 6 oder 6,2 Millionen Kunden auch zustande. Die müssen auch irgendwo Platz haben. Klar. Ja. Wenn man sich Ihre Prognose für das laufende Jahr anschaut, hat man ja nicht das Gefühl, dass Sie konjunkturelle Ängste umtreiben würden oder gerade weltpolitische Dinge. Wir reden ja am Anfang des Jahres miteinander, haben am Anfang Neujahrsgrüße ausgetauscht. Und das ist ja so eine Zeit, wo man schon auch immer so ein bisschen in die Glaskugel guckt und jetzt mal dann auch abgekoppelt von IONOS, ist ja doch vieles sehr unsicher. Die Menschen sind verunsichert. Die Konjunkturprognosen sind jetzt nicht so dolle. Davon koppeln Sie sich mit Ihrer Prognose ja ziemlich ab. Ja, genau. Also ich habe es eingangs, glaube ich, schon ein bisschen erwähnt. Und wir haben das in den letzten, ich sage mal, während der Corona-Pandemie oder der Pandemie und auch der letzten Financial Crisis haben wir das ja gesehen, dass die Unternehmen tatsächlich umso enger es wird auf dem Markt. Natürlich wird es ein paar geben, die es nicht überleben. Und da sind auch Kunden von uns dabei, die am Schluss natürlich ihr Business einstellen und dann verlieren wir einen Webhosting-Kunden hier und da. Aber auf der anderen Seite sehen wir halt diesen Drang zur stärkeren Digitalisierung, weil es halt unendlich Kosten spart und die Reichweite erhöht. Ja, damit kann ich halt mehr Produkte verkaufen, ich kann das günstiger machen, wie wenn ich jetzt Feed on the Street-Vertrieb draußen habe. Ja, ist doch ein Online-Shop, der 7 Monate 15 Euro kostet. Es ist eine ganz andere Hausnummer und da können Sie überhaupt nicht mehr vergleichen. Ja. Und das verstehen dann schon auch viele Unternehmen und machen sich dann auch tatsächlich mal die Mühe und setzen sich dann mal 2 Stunden hin und dann bestellen die einen Job oder addieren einen Job zu ihrer Webhosting-Plattform und laden ihre Produkte da rein und los geht's. Ja. Das sind deswegen auch gerade in dieser Zeit, wo jetzt alles ein bisschen enger wird, sehen wir genau diese Tendenz und deswegen machen wir uns auch gar keine Sorgen. Der Herr Weiß ist noch einen ganz kleinen Moment da, liebe Hörerinnen und Hörer, aber jetzt gebe ich erstmal den Kollegen Holger Schmidt und Johannes Winkelhage die Gelegenheit, die Themen des Economy Briefings dieser Woche vorzustellen. Lieber Johannes, lieber Holger, ihr habt das Wort. Guten Tag und herzlich willkommen allen The Economy-Fans, Holger Schmidt und Johannes Winkelhage mit einem kurzen Bericht über das aktuelle Briefing der The Economy in dieser Woche. Holger, du schreibst von einem App-Store-Moment in deinem Editorial. Was hat es damit auf sich? Ja, OpenAI hat den Marktplatz gestartet und dort können jetzt alle Nutzer, und damit meine ich wirklich alle, weil man muss kein Programmierer sein, um das zu können, ihre KI-Apps bauen und dort einstellen und anderen zur Verfügung stellen. Mit 3 Millionen gibt es schon, damit ist OpenAI gestartet. Und ja, das könnte so ähnlich werden wie beim App-Store-Moment für das iPhone.
Vor dem App Store gab es nämlich nur 2 Millionen Verkäufe für das iPhone, danach 2 Milliarden, weil das Produkt damit um vieles wertvoller geworden ist. Und das könnte auch mit der KI jetzt passieren. Sehr, sehr spannender Moment für die Entwicklung der KI. Deshalb berichten wir wöchentlich über die Entwicklungen in der künstlichen Intelligenz. Unter anderem hat uns Marcel Weiß aufgeschrieben, was Perplexity ist und was Perplexity kann. Ein Unternehmen, das inzwischen mehrere Millionen Startkapital eingesammelt hat und sich sozusagen als Middleware zwischen die einzelnen AI-Anbieter wie Google, wie vor allem OpenAI schaltet und dadurch einen erheblichen Boost in der Beantwortung der vielen Fragen, die an die AI gestellt werden, leisten kann. Holger, hast du Perplexity ausprobiert? Ja, ich nutze es schon seit einigen Monaten, weil es einem sehr gute Antworten liefert. Und wir haben ja die Überschrift Perplexity schlägt Google. Und tatsächlich ist es so, dass bei vielen Suchanfragen die Antworten, die Perplexity liefert, besser sind, weil es eben nicht Links sind, sondern Antworten. Und für diese Antworten werden alle aktuellen Quellen durchsucht und zusammengefasst. Also da sieht man, was die KI leisten kann. Und dass sie die Suche meiner Ansicht nach verändern wird, sehr deutlich. Und Google muss sich sputen, dass sie in diesem Markt weiterhin ihre Position halten können. Das wird sehr, sehr spannend. Also Perplexity als eine klassische Plattform eigentlich, oder? Ja, an der Stelle ist es eine KI-Plattform und da bin ich sowieso ja Plattform-Fan und da glaube ich, wird sich relativ viel auch tun, dass man einfach die verschiedenen Ressourcen zusammenfasst und mit so einem Plattformmodell eben besser orchestrieren kann, als wenn man das alleine tut. Nichtsdestotrotz geht es natürlich auch um die digitale Transformation. Holger, du schreibst, das Risikokapital für Startups ging in 2023 weiter zurück. Beunruhigend? Naja, eigentlich eine normale Reaktion auf den Hype im Jahr 2021. Vollkommen klar, dann geht es meistens ein Stück zurück. Außergewöhnlich war, dass die Aktien im vergangenen Jahr wieder gestiegen sind, aber das Kapital für die Startups deutlich gesunken ist, und zwar überall mit Ausnahme von künstlicher Intelligenz und Climate Tech. Das sind die einzigen beiden Bereiche, die substanziell zulegen konnten. Also da sind ganz viele Bereinigungen im Gang, vor allen Dingen bei Consumer-Technologie, Lieferdiensten. Auch Fintechs haben arg gelitten und da werden ganz viele Startups noch aus dem Markt ausscheiden, weil sie jetzt seit 2 Jahren quasi kein Geld mehr bekommen, mit dem auskommen müssen, was sie haben, und das wird bei vielen dann irgendwann zur Neige gehen. Also das ist eine ganz klare Bereinigung, die dort im Moment passiert. In der digitalen Transformation hat uns unser freier Mitarbeiter Hendrik Wiedewild aufgeschrieben, einmal die Geschichte des Datenschutzes in Deutschland beginnt mit der Volkszählung in den 80er Jahren, und er versucht herzuleiten und schafft das auch ganz gut, dass damals schon der Grundstein gelegt wurde am Cookie-Banner-Wahnsinn, den wir heute erleben, und zeigt aber auch Wege heraus aus dieser Falle, in die man sich hineinmanövriert haben könnte, und versucht, einen vernünftigen Datenschutz zu skizzieren. Wir haben natürlich wieder auch den Prompt der Woche bei uns im Deconomy Briefing, und Markus Franke hat uns aufgeschrieben, wie korrupt eigentlich die künstliche Intelligenz ist. Klingt erstmal komisch, aber wenn man ihr ein üppiges Trinkgeld anbietet, wird sie schneller und die Antworten werden besser. Insofern vielleicht menschlich, allzu menschlich, aber es hat natürlich einen Hintergrund. Er hat aufgeschrieben in 26 Punkten, wie man sozusagen seine Nutzung der künstlichen Intelligenz, ChatGPT, verbessern kann durch bessere Prompts. Last but not least haben wir natürlich auch die Kategorie Digital Sustainability wieder im Programm. Und es geht um die Investitionen in Climate Tech. Holger, du hast aufgeschrieben, Europa übernimmt die Führung. Ja, das ist eine gute Nachricht für Europa, weil wir mit 43% den größten Anteil an den Climate-Tech-Investitionen haben weltweit. Das ist erstmals der Fall, dass wir dort führen. Sehr viel fließt in Elektromobilität, in Solar, in Batterien für Elektroautos. Also das ist ein Bereich, der weiterhin boomt, und dort sind wir gut aufgestellt. Vor allen Dingen in Großbritannien und Schweden kriegen da im Moment das meiste Geld. Also da sieht man sehr schön, dass auch neue Bereiche bei uns gut wachsen können. Wir haben natürlich wieder Gastautoren, unter anderem Helena Wispert, die vom Wunsch nach einem smarten Elektroauto als Cash Cow berichtet, und noch vieles mehr im Deconomy Briefing.
Holger Schmidt und ich, Johannes Winkelhage, sind gerade auf dem DLD, deshalb machen wir hier jetzt einen Punkt und sammeln weiter neue Themen für die Ausgaben der nächsten Wochen und wünschen noch einen schönen Tag. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen. Ja, danke ihr zwei. Bei euch geht es ja auch immer sehr stark um künstliche Intelligenz, ein Thema, das wir hier auch schon besprochen haben. Das hatte Achim Weiß, als er das Unternehmen mitbegründet hat, sicherlich noch nicht auf dem Radar. Aber lieber Herr Weiß, lassen Sie uns zum Ende unseres Podcast-Gesprächs dann doch noch mal auf die Anfangsjahre zurückkommen. Wie sind Sie denn damals eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen, ins Webhosting-Geschäft einzusteigen? Bei damals noch Schlund und Partner. Ja, das war eine lange Geschichte eigentlich. Ich versuche es mal ein bisschen kurz zu machen. Ja, als Student war man notorisch pleite, ganz ehrlich. Ja, also, ich glaube, ich hatte damals ein bisschen BAföG gekriegt. Das hat genau gereicht für die Miete. Und danach war dann aber auch schon Schluss. So, und wir saßen eigentlich als Informatikstudenten total begeistert. Den ganzen Tag, die ganze Nacht im Rechenzentrum, im Keller, ja, in der zweiten Untergeschoss. Wussten nicht, ob es Tag oder Nacht ist da draußen, ja, und haben vor uns hin programmiert, alles Mögliche. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, Leute, ist doch super, dass wir hier so gut programmieren können. Ja, parallel wurde ja auch das DENIC, also wo die Domains vergeben wurden, das kommt ja auch aus der Karlsruher Universität und ein Kollege von mir hat dort Software programmiert, um genau diese Domains zu vergeben, die Nameserver zu konfigurieren und so weiter. Und das war halt der Anfang auch von diesem ganzen Webhosting. Der Mosaik, der erste mehr genutzte Browser kam damals zu der Zeit mit raus. Es war so diese Zeit, wo man gesagt hat, ja, das Internet, keine Ahnung, ob da mal was draus wird, aber es ist spannend, ja, technologisch sehr spannend, viele Protokolle, vieles wurde programmiert und gebaut, ja, und haben gesagt, komm, wir probieren da mal eine Firma zu machen, ja. Heute ist natürlich jedem klar, dass das große Internet natürlich die Chance überhaupt und immer. Ich muss aber sagen, damals war das überhaupt nicht klar. Das war halt eins von irgendwie, da gab es BTX und es gab alles Mögliche. Ja, und da gibt es halt auch so ein bisschen Internet, ja, und so komische X400 E-Mail-Adressen. Was will man denn damit anfangen, ja? Und ja, da hatten wir zufällig, ja, die richtige Zeit, waren wir am richtigen Ort, nämlich in der Informatikstudium in Karlsruhe und haben uns zusammengefunden. So ging es los. Na, Strato ist ja auch ein Karlsruher Unternehmen, ne? Gewesen. Ja, Strato ist sogar die zwei Gründer von Strato, die waren sogar mal Mitarbeiter bei 1&1. Ja? So, ja? Man kam aus einer großen Familie. Es ist übrigens noch mehr als das. Ich war zur Jahrtausendwende Korrespondent für die FAZ in Amerika. Und so bis 99, 2000, sagen wir mal, dachten ja alle, das Internet sei dann halt eben doch das ganz große Ding. 2001 allerdings plötzlich gar nicht mehr. Und ich wurde mit den Worten damals von San Francisco nach Frankfurt zurückgeholt. Carsten Doppelpunkt, es kann doch gar keinen Zweifel daran geben, dass die Geschichte mit dem Internet durch ist. Ja, also Sie sind ja auch durch solche Zeiten gegangen und Sie wissen, was ich meine. Ja, da gab es also hier mindestens in Europa aber auch mal nochmal einen richtigen Abbruch. Ja. Ja, das gab schon die Zeit. Ja, wir waren auch in Amerika zu der Zeit schon tätig und so weiter. Dafür ging es dort viel stärker nach oben. Also ich muss sagen, im Nachhinein kann man das immer natürlich behaupten, aber uns war es relativ klar, dass Internet ein Riesending wird, dass es die Welt verändern wird. Dass es so stark ist, wie es dann tatsächlich passiert ist, das war natürlich nicht klar. Ja. Aber dass es einen Impact hat auf die Art der Kommunikation, ja, mit E-Mail alleine schon. Ja, wie ich vorher gesagt habe, ich war auch mal Geschäftsführer bei GMX. Ja, GMX hat ja auch die E-Mail demokratisiert hier in Europa, in Deutschland, Entschuldigung. Mm. Ja, ich kenne ja kaum jemanden, der nicht früher eine web.de oder eine GMX-Adresse hatte. Ja. Und so haben wir an vielen Themen, waren wir ja mit federführend. Ja, den ersten DSL. Vermarktungsanschluss. Ja, vor allem, wie sagt man, Flatrate, die DSL-Flatrate, ja. Das hat der Dommermut erfunden. Ja? Oder wir haben es so hingebaut und gerechnet und gemacht, dass es sich rentiert hat, dass wir dann irgendwann mal so ein Flat-Angebot raus hatten. Ja, heute ist das natürlich absoluter Standard. Also ich glaube, wir waren bei vielen Dingen, waren wir wirklich First Mover. Und das hat uns immer ausgezeichnet. Und KI, ganz ehrlich, das ist der nächste große Schwung. Das wird genauso stark die Welt verändern, wie es Internet das bisher getan hat. Basierend auf dem Internet natürlich. Und deswegen sind wir hier wieder in der nächsten Pool-Position oder für die nächsten 20 Jahre hier die Firma weiterzutreiben und auch die Demokratisierung schon wieder, ja, Demokratisierung, ja, nicht nur vom Webhosting und DSL und E-Mail, sondern jetzt auch von KI. Ja, das sind wir natürlich nicht die Einzigen, heute ist ja jeder auf dem Trip, aber wir werden unseren großen Beitrag leisten, dass KI wertvoll wird für sehr viele Menschen da draußen.
Wenn Sie also, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Jahresbeginn 2024 mal was richtig Zuversichtliches hören wollten, dann waren Sie hier im The Economy Podcast zum Jahresauftakt mit Achim Weiß, dem Vorstandsvorsitzenden der IONOS SE, gut aufgehoben. Zweistelliges Umsatzwachstum, Marge, die wirklich aller Rede wert ist und auch noch weiter steigen soll, und hat ein deutsches, europäisches IT-Internetunternehmen, das ganz bestimmt einen Blick wert ist und zeigt, dass so etwas auch hier in unseren Längen und Breitengraden funktioniert. Lieber Herr Weiß, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Wenn Sie laufend informiert sein möchten über die Welt der IT, sei Ihnen unsere The Economy App und natürlich ohnehin das schon erwähnte The Economy Briefing anempfohlen. Ich freue mich auf die nächste Woche. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.